Willkommen zurück. Wir sind bei den Tipps und Tricks. Und heute geht es darum, eine Frage zu beantworten. Und die lautete: Angelika, immer wenn ich irgendwie so rumgucke, die guten Paare, die beginnen irgendwie anders als wir. Ja? Die sehen auch irgendwie besser aus. Gibt es da irgendeinen Trick? Kannst du uns da irgendwas zeigen? Ja, kann ich. Und mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe die Frage zum Anlass genommen und habe einfach mal in meinen Tanzgruppen etwas ausprobiert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was ihr von mir schon bekommen habt, ist, dass ich euch mal für jeden Standardtanz einen Startschritt und eine Startschritt-Kombination gegeben habe, um gut in den Tanz hineinzukommen. Ihr merkt, wir sind in der Standardsektion. Das ist auch alles okay. Ne? Es gibt hier immer mehrere Wege nach Rom. Es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt einfach nur Möglichkeiten. Und heute stelle ich euch eine Möglichkeit vor, die auch gerne benutzt wird. Was ihr macht, wenn ihr euch wahrscheinlich zum Tanzen aufstellt, ist, ihr stellt euch hin, ja, in den Standardtänzen, jetzt in dem Fall her, und ihr habt eure Füße nebeneinander, parallel geschlossen, und die Dame kommt zu euch, block, und dann tanzt ihr los. Ja? Daran ist auch überhaupt nichts Falsches. Ja? Aber der Anfänger hat schon recht gehabt. Ne? Wenn ihr dann so loslegt, dann habt ihr meistens mehr Startschwierigkeiten, als dass ihr vielleicht seht von jemandem, wo ihr sagt, boah, der tanzt besser. So was heißt eigentlich, boah, der tanzt besser. Es kann sein, dass er natürlich schon viel länger tanzt, viel mehr geübt hat und. Es kann aber auch manchmal an so Kleinigkeiten liegen, dass er besser aussieht. Und eine davon, werdet ihr sehen, ist, dass die sich nicht mit geschlossenen Beinen aufstellen, sondern dass der Herr sich zum auf dem rechten Bein und das linke Bein zum Beispiel zur Seite nimmt. Ne? Und dann zum Beispiel in einen Startschritt geht und dann in eine Bewegung hinein. So, das ist etwas, was ihr so gut wie immer seht, zumindest wenn ihr auch Turniertanzpaare seht. Auch bei Let's Dance in den Standardtänzen, ja, da werdet ihr auch ganz, ganz viel sehen, dass wenn die sich aufstellen, dass es immer die Variante ist für die Damen natürlich umgekehrt, auch die Variante und nicht geschlossen. Das Gute daran ist, dass man besser merkt, auf welchem Fuß der Partner steht. Ne? Es ist eine offene Bewegung und wenn man dann losstartet, dann sieht diese Bewegung einfach schon besser aus, als wenn man so losgeht. Ja? Wenn ich von hier, ne, von einer Bewegung komme, dann ist das schon eine Bewegung. Das andere ist eine kleinere Bewegung, damit sieht sie nicht so toll aus. Jetzt habe ich aber festgestellt bei meinem Paar, dass dieses Fuß zur Seite etwas ist, was noch nicht ganz so optimal funktioniert, weil viele trotzdem am liebsten zwischen ihren Beinen stehen mit ihrem Gewicht. Und was dazu führt, ist, sie nehmen das Bein nicht so weit raus, und sie stellen ihr Gewicht rein, sodass immer auch noch ganz, ganz viel Gewicht auf dem, in dem Falle, ne, meinem linken Fuß ist, weil ich hier auch noch Gewicht drauflege. Das sieht nicht so toll aus oder so. Ne? Man müsste da schon so einen Schwung haben, dann würdet ihr sehen, dass ich keinerlei Gewicht jetzt hier auf meinem linken Bein habe. So, und das macht kaum einer. Liegt zum Beispiel mit auch daran, dass die Paare immer das Gefühl haben, ne, da steht ja so einer neben mir, da stolpert dann jemand drüber irgendwie. Keine Ahnung, diese Seitwärtsbewegung scheint etwas zu sein, was sich nicht so natürlich anfühlt. Auch führt es dazu, dass der Herr immer ja, bei den Tanzpaaren, bei den Profis, wenn sie sich aufstellen, auf den rechten Fuß stellt und den linken Fuß zur Seite nimmt. Es aber auch Tänze gibt, wo ihr ne, mit links vorwärts geht, manche mit rechts. Und ihr müsst immer irgendwas anderes machen, um in eine Bewegung reinzukommen. Nämlich eine Startschritt- oder Startschrittvariante. Und die liegt auch nicht hier. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch etwas geben, was für alle fünf Tänze identisch ist von der Aufstellung her, offen ist, ja, offen in irgendeiner Form, ne, die Beinlinie nicht geschlossen und dadurch auch gleich viel schöner aussieht. Und ich habe es mal ausprobiert mit meinem Paar und ich habe die Herren so aufgestellt, dass sie den rechten Fuß nach vorne nehmen und den linken Fuß einfach hinten lassen. Ja, das heißt, dass sie so stehen. Sie stehen vorne über dem vorderen Teil des Fußes und haben das linke Bein gestreckt. Ja? Zeigt das Ganze nochmal, meine Herren. Ja? Stell dir vor, ich bin der Herr. Ich möchte mit der Dame tanzen. Ich stelle mich auf meinen rechten Fuß, gehe über den vorderen Teil des Fußes, gehe locker ins Knie, sodass Knie, Hüfte, Brustbereich aufwärts sind. Dann gebe ich der Dame die linke Hand und sie kann sich zu mir aufstehen. Mein linkes Bein ist hinten. Ja? Das ist die Aufstellung.
Aufstellung für den Herrn. Für die Dame wäre es genau andersrum. Der Herr hat sich dort gerade hingestellt, er gibt mir irgendwann seine linke Hand, ich reiche ihm meine rechte, komme zu ihm hin, gehe auf meinen linken Fuß, positioniere mich versetzt vom Herrn, gehe auf den linken Fuß und strecke meinen rechten nach vorne. Ja? Und durch dieses Strecken auch ohne Gewicht. Ich stehe voll auf dem linken Fuß, hier ist mein Herr und ich nehme den Fuß nach vorne. Ja, das ist die Aufstellung der Dame. Ich zeige es nochmal für die Dame. Ja? Die Dame geht auf den linken Fuß, geht in Tanzhaltung zum Herrn, streckt den Fuß nach vorne. Nochmal, der Herr steht hier. Ich gehe auf den linken Fuß, der Herr steht hier, ich habe mich versetzt aufgestellt, linker Fuß nach vorne, Tanzhaltung. Ja? Das ist die Grundaufstellung. Also, für den Herrn, Gewicht auf rechts, linker Fuß hinten. Für die Dame, Gewicht auf links, rechter Fuß vorne. Immer der, ja, der gestreckt wird, bei der Dame der rechte, beim Herrn der linke, der hat kein Gewicht. Null. Ja? Das Gewicht ist voll auf dem Standbein. 100%. Dadurch steht ihr schön und steht offen. So, durch diese offene Haltung, wenn ihr jetzt anfangt, euch zu bewegen, habt ihr eins nicht das Problem, dass ihr nicht wisst, auf welchem Fuß der Partner steht. Und dann zwei würdet ihr automatisch, ja, schon alleine, weil ihr ne, dieses Bein ja bewegen müsst, das wäre eine Bewegung, die schön aussieht. Die sieht auf alle Fälle größer aus, als wenn ihr so einen Schritt macht. Und das heißt, ihr habt auch gleich einen ne, visuellen Eyecatcher. So, wie kriegen wir uns in die Tänze rein aus dieser Position? Ich starte das Ganze für den Herren. Meine Herren, ne, wir starten mal mit dem langsamen Walzer. Den langsamen Walzer beginnt ihr normalerweise alle mit dem rechten Fuß. Rechts vor, seit schließen zum Beispiel in die Rechtsdrehung. So, wie machen wir das jetzt, wenn wir ja, uns aufgestellt haben, wir haben unser Gewicht auf dem rechten Fuß und wir haben das linke Bein hinten, die Dame hat sich positioniert, wir stehen in Tanzhaltung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist das, was passiert. Das heißt, ihr werdet eine zusätzliche Bewegung einbauen, einen zusätzlichen Schritt. Ja? Ihr habt einen Dreivierteltakt. 1, 2, 3. Und bei einem 1, 2, 3 geht ihr nach hinten, um bei 1 rechts vorwärts zu gehen. Das heißt, auf 3 startet ihr. Ja? Und zwar rückwärts. Ihr stellt euch auf, die Dame kommt zu euch, habt euch aufgebaut. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und was auch immer ihr tanzen möchtet und dann seid ihr schön drin. Ja? Tango. Tango, meine Herren, beginnt ihr normalerweise mit dem linken Fuß. Ihr habt euch aufgestellt, rechter Fuß, Gewicht voll drauf, Dame ist bei euch, euer linker Fuß ist hinten und frei. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, wiege Schritt. Ihr könntet also direkt, so wie es gewohnt seid, starten, auf 1, mit dem linken Fuß. Alles, was ihr tun müsst, ist ihn etwas mehr bewegen, weil ihr den Fuß erst noch ranziehen müsst. Ansonsten komplett identisch zum Tango, keinerlei Startschritt, nichts, total einfach. Wiener Walzer. Wiener Walzer ist doppelt so schnell wie der langsame Walzer und hat 60 Takte pro Minute. Die meisten. Geht auch schneller, geht auch noch langsamer. Fakt ist, er ist definitiv sehr schnell. Was auch bedeutet, dass es schwer ist, ne, sich gleich in diese schnelle Bewegung hineinzufinden. Ja? Also jeder, der mal probiert hat, auf einen ne, sich drehenden so ein Rummelgerät drauf zu springen, weiß, dass das gefährlich ist, ja? Weil man sich einfach nicht schnell genug an diese schnelle Bewegung anpassen kann. Und genau das ist es im Wiener Walzer. Ja? Jetzt machen wir eigentlich genau dasselbe wie im langsamen Walzer, nur dass wir nicht bei 3 rückwärts gehen, sondern den vollen Takt austanzen. Wie sieht das aus? Ich stelle mich auf, Gewicht nach rechts, bin immer noch her, die Dame kommt, ich habe meine Haltung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und ich bin im Wiener Walzer drin. Ja?
tanzt nach hinten auf dem vollen Takt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und kommt so viel, viel schneller und leichter in die Bewegung, weil ihr schon in dem Schwung drin seid und es fühlt sich super schön an. Ja, wieder Walze, also auch ein Rückwärtsschritt, aber über den vollen Takt. 1, 2, 3 getanzt. Und dann startet ihr auf rechts, mit rechts auf 1 vorwärts. So, Slow Foxtrot. Die meisten Figuren, Programme, die ich kenne von den Leveln, die ich hier so angehe mit meinem Hobbytanzgeflüster, das sind Anfänger, Fortgeschrittene und Hobbytänzer, die starten im Slow Fox mit dem rechten Fuß. Ganz selten, dass ich meine Kombination mit links beginne, sehe, die meisten starten mit rechts. So, was würde das im Slow Fox bedeuten? Slow Fox ist ein Viervierteltakt. Ja? Ihr stellt euch auf. Slow, quick, quick. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genauso wie im Langsamwalzer und im Wiener Walzer würdet ihr mit dem linken Fuß, meine Herren, rückwärts gehen und dann rechts vorwärts in die Figurenkombination, die ihr habt, zum Beispiel in dem Fall einen Federschritt hineintanzen. Wann geht ihr rückwärts? Auf 3, 4. Der Takt hat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann werdet ihr im Slow Fox drin. Das heißt, über 2 Taktschläge geht ihr rückwärts, um dann auf 1 vorwärts zu starten. In dem Falle 3, 4, 1, 2 und ihr werdet raus. Bleibt nur noch ein Tanz, das ist der Quickstep. Quickstep, kann es sein, da ist es Tatsache häufig üblich, dass schon ein Startschritt unterrichtet wird mit links vor, ja, und dann geht ihr rechts vor in euren Grundschritt, ja, oder ihr startet direkt rechts vor in euren Grundschritt rein. Beides ist total easy jetzt hier auch einzusetzen. Also ihr steht auf dem rechten Fuß, linker Fuß ist hinten, ihr habt den Quickstep, ihr könnt also sagen, ne, vielleicht das muss ich nochmal erklären, warum. Der Grund im Quickstep ist, dass ihr sowohl den Startschritt als auch den Grundschritt auf 1 startet, ist, ihr habt einen Viervierteltakt, aber viele Quickstep-Figuren werden nicht innerhalb eines Taktes getanzt, sondern benötigen mehrere oder anderthalb Takte oder weniger als einen Takt. Und dadurch landet ihr bei jeder Figur auf einem anderen Grundschlag. Mal auf der 1, mal auf der 2, mal auf der 3, mal auf der 4. Das habt ihr zum Beispiel im Langsamwalzer nicht. Da beginnt ihr mal auf 1, auf 2 den Schwung, auf 3 endet ihr. Ja, die meisten Figuren sind genauso. Es ist eine gigantische Ausnahme, wenn es mal anders ist. Ne? Eigentlich tanzt ihr immer innerhalb des Taktes, wie der Walzer auch. Im Quickstep nicht. Ja? Da ist der Takt zwar, ihr solltet auf dem Takt sein, damit ihr in der Musik seid, aber wann, auf welchem Taktschlag ihr beginnt, 1, 2, 3 oder 4, ist komplett Schnuppe. Und das heißt, sowohl der Startschritt mit links und dann geht ihr rechts vor, ja, als auch, wenn ihr direkt rechts vorgeht, würdet ihr auf 1 losgehen. Das heißt, hier ist es so, dass ihr euch hinstellt und sagt, ne, ihr habt den Quickstep-Musik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann würdet ihr einfach reingehen und könntet reintanzen. Das heißt, so wie ihr ganz regulär auch vorwärts gehen würdet, entweder mit links in den Startschritt oder mit rechts würdet ihr reingehen. Aber ihr startet vorwärts. Ja? Der linke Fuß geht vorwärts. Ja? Wie im Tango, einfach auf 1 vorwärts nehmen. Na, ihr hört es, 1, 2, 3, 4, 1 und dann seid ihr im Quickstep drin. Das ist der Quickstep. Mädels, identisch für euch. Für euch nochmal. Walzer. 1, 2, 3 nach vorne. 1, 2, 3 kommt dann die Figur. Der Tango. Hier steht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vorwärts. Ja? Direkt in die Figur reingehen. Wiener Walzer. Ihr steht ganz normal, ich bin ja eine Dame, ihr steht ganz normal drin, ihr habt den Takt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und rührt dann in eurer Bewegung rein. Slow Foxtrot. Ja? Ihr stellt euch zum Herrn auf. Ja? Slow, quick, quick. Slow,
quick, quick, slow, quick, quick. Auf 3, 4 geht ihr rechts vorwärts. Quick Step, total einfach. Ihr stellt euch auf und bei 1, wenn der Herr losgeht, geht ihr rückwärts und seid sofort in der Bewegung drin, habt sozusagen ein Vorwärts, einen rückwärts weiteren Startschritt getanzt und zwar mit dem rechten Fuß. So startet ihr immer aus derselben Position in alle 5 Tänze rein, ja, auch wenn ihr mal vorwärts, mal rückwärts, mal auf 3, 4, mal auf 1, 2, 3, mal nur auf 3 geht, aber Fakt ist, ne, ihr stellt euch immer identisch auf in den Standardtänzen, könnt euch schön positionieren und könnt in die Musik starten und seht einfach schon mal so viel besser aus, als wenn ihr mit geschlossenen Füßen losgehen würdet. Habt viel Spaß beim Üben. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir. Bis dahin. Ciao.